Servus, grüßt euch. Ich bin Ayhan von Max und will euch meinen nächsten Cocktail von unserer Cocktailkarte vorstellen. Und zwar haben wir uns heute mal was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar den Strawberry Kaipi. Strawberry Kaipi, verrat der Name schon, ist natürlich mit Erdbeeren, frischen Erdbeeren, aber natürlich nicht. Wir nehmen die frischen Erdbeeren aus der Flasche, und zwar in Lime Juice. Aber es ist natürlich vom Geschmack her was ganz Besonderes, weil er nicht dann so rassig wie der normale Caipirinha schmeckt, sondern durch den süßen Erdbeerleim ist nochmal einen ganz anderen Geschmack entwickelt. So viel zur Erklärung. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil da ist ein bisschen mehr Aufwand. Wir müssen nämlich Limetten schneiden. Dann kommt er mal hier rüber. Wir nehmen immer normalerweise 1,5 Limetten, 1,5 bis 2 je nach Größe, die Enden einfach abschneiden, einmal durch, halbieren und dann quasi auf 3-mal durchschneiden. Hat den einfachen Grund, umso kleiner die natürlich sind, umso besser können wir es dann mit einem Stößel dann schön klein stampfen. So. Zu den Zutaten generell, wir brauchen quasi Limetten dazu, wir brauchen braunen Zucker dazu, wir brauchen Limejuice dazu, wir brauchen ein Pitu dazu und ein Erdbeerleim ist noch dazu. Das ist so das, was wir brauchen. Wie gesagt, wir nehmen jetzt 1,5 Limetten her, brauchen wir unser Glas. Man sollte auch bitte darauf aufpassen, dass man ein Glas nimmt, das wo ein bisschen ein festeres Glas ist. Weil beim dünnen Glas natürlich, wenn ich mit dem Stößel kräftig drauf drücke, könnte es sein, dass das Glas kaputt geht. Deswegen sollte man wirklich nehmen, aufschauen, dass man ein dickes Glas nimmt. Das ist unser Caipirinha Glas, so schaut unseres aus. Wir tun die Limetten rein. Wichtig natürlich, ihr seht es selber, wenn alles angefasst wird, immer davor die Hände waschen. Hygienekonzept. Spaß. Dann kommt Zucker rein, braunen Zucker. Man sollte jetzt beim Erdbeer-Caipirinha ein bisschen aufpassen. Beim normalen Caipi kommen so 4, manchmal 5 Löffel Zucker rein. Beim Erdbeer-Caipi durch den Limejuice ist ja eh schon sehr süß. Deswegen tun wir hier immer nur 3 Löffel rein. Wenn wir den Zucker drin haben, brauchen wir den Limejuice. Da kommen dann 4 cl Limejuice rein. So, und jetzt kommen wir schon zum Stampfen. Wieder unseren Stößel und dann schauen, dass man wirklich die Limetten schön erwischt, dass man den Limettensaft mit dem Limejuice schön vermischt. Deswegen auch das dickere Glas. Ihr seht es selber, da muss man schon ein bisschen hindrücken. So, das ist soweit so gut. Jetzt kommt das nächste, was extrem wichtig ist, und zwar das Crushed Ice. Crushed Ice sollte immer frisch sein, weil wenn du wässriges Eis hast, wiedergibt sich das quasi im Cocktail und dann schmeckt der Cocktail wässrig. Also schauen immer frisches Crushed Ice zu machen. Wir haben hier unsere Crushed Ice Maschine, die lassen wir jetzt mal kurz laufen, jetzt wird sie laufen, jetzt wird sie ein bisschen laut, aber hilft nichts. Wirklich extrem viel wert bei diesem, alles was mit Caipi und Mojito zu tun hat. Das füllen wir hier rein. So. Schaut dann so aus. Jetzt kommt der Erdbeerleim dazu. Circa 4 cl. Je nach dann könnt ihr euch eigentlich selber entscheiden, wie süß das er werden soll. Wir geben ungefähr so 4 bis 5 cl rein.
Dann wird er nochmal aufgegossen, den Rest quasi dann füllen mit Pitu. So, einen langen Löffel nehmen natürlich, dass man auch wirklich schön reinkommt. Jetzt ist es natürlich auch wichtig beim Rühren, dass man wirklich den Zucker, der wo sich da unten jetzt abgesetzt hat, dass man sich den wirklich schön nach oben rührt. Ne? Und beim Rühren kann ich euch ja noch kurz erzählen, bitte nicht vergessen, in 2 Wochen, am 30. April ist es wieder soweit, am Freitag, den 30. April von 18 Uhr bis 20.30 Uhr, Cocktails to go bei uns natürlich. Und da könnt ihr auch gerne diesen hier mitbestellen. Jetzt für die, ich hoffe natürlich für die warme Zeit jetzt dann, ist es ein idealer Cocktail. So, dann sind wir auch schon fertig. In diesem Sinne, bleibt gesund. Prost auf euch!